Hallo, heute möchte ich mit euch nochmal ein Bild machen mit der Kugel. Das letzte Bild ist nicht so gut geworden von der Farbzusammenstellung, also von der Konsistenz der Farbe. Das möchte ich heute nochmal ausprobieren. So, jetzt habe ich hier, ich tue mal alle Farben hier hin und seht ihr auch, welche ich habe. Ich habe eine ganze Batterie angemischt. Und weiß habe ich noch hier. Also weiß, schwarz, gelb, türkis, orange, grün, blau. So, und die bringe ich jetzt erstmal auf. Mal gucken, ob das alles gut funktioniert. So, dann machen wir erstmal mit schwarz fangen wir an. Machen wir erstmal einen in der Mitte. Ihr seht schon, diesmal habe ich die Farbe richtig fett angemischt. Damit die Kugel die so richtig schön mitziehen kann. Ich hoffe mal, das funktioniert auch so, wie es soll. So. Die machen wir jetzt mal ein bisschen, lassen wir mal ein bisschen gehen. Bin ich auch noch gut im Bild. Jetzt machen wir mal blau rein. So, das Blau haben wir drauf. Jetzt machen wir Gelb. Wollen wir nicht sparen, dass die Farbe gleich schön auch laufen kann. Ich hoffe mal, das reicht. Wenn nicht, muss ich schon mal nachrühren. So. Jetzt machen wir erstmal die Blasen raus. Sind nämlich einige schon drin. So, dann fangen wir mal mit der Kugel an. Und schauen wir mal.
So, jetzt lass mal das Ganze mal laufen. Jetzt muss ich mal hier unten in die Ecke. Das wird schwer. Perfekt. Jetzt gehen wir nochmal zurück. So lasse ich das. Ja, das wollte ich euch gezeigt haben. Jetzt zeige ich euch noch kurz die Nahaufnahmen von dem Bild. Oh, jetzt seht ihr das Bild nochmal von nah. Ist eigentlich recht schön geworden. Nur die Farbe hätte ein bisschen dünner sein können. Gut, aber hat funktioniert. So, ich hoffe, euch gefällt das Bild und das Video. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.